Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Isaac Rebirth beim letzten Mal. Da haben wir den Seed Basement gemacht und heute werden wir eine Challenge machen von einem Viewer. Und am besten schaue ich mal eben kurz nach, wie der Viewer denn hieß. Denn wenn er schon eine Challenge reingeschrieben hat, die sehr viele Likes bekommen hat, dann möchte ich den natürlich auch erwähnen. Und da schauen wir mal rein. Gucken wir mal. Und zwar ist es eine Challenge, bei der wir jedes Item aufheben müssen. Egal ob gut oder schlecht, wir müssen es aufheben. Egal auch ob Teufelsstil oder nicht. Und die Challenge kommt von Nikolas. Nikolas Doppelpunkt D. Challenge, nimm jedes Item mit, egal was es ist, nimm es mit. Und da du nicht reingeschrieben hast, welchen Charakter, werden wir einfach mal mit Random spielen. Magdalene. Alles klar. Gut, nehmen wir Magdalene. Ich würde sagen, eine Regel kann man vielleicht einführen, die die Challenge hier betrifft. Und zwar, dass wir vielleicht keine Items mitnehmen, die uns töten. Also zum Beispiel Teufelsziel-Items, wo wir dann sterben und der Run vorbei ist. Das wäre, glaube ich, ein bisschen albern. Alles andere. Oh, da fängt ja schon gut an hier. Die Sojamilch. Yeah. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Das wird ja ein sehr langer Run. Das weiß ich doch jetzt schon. Und ja, hier auch wieder der Hinweis. Ne, schreibt weitere Challenges rein. Die Challenge, die am meisten Likes bekommt, die werde ich dann auch zocken. Also die Challenge, die am meisten geupdatet wird. Und ihr könnt auch ein Seed reinschreiben. Müssen nicht unbedingt eine Challenge reinschreiben. Auch ein Seed. Ist okay. Und jetzt heißt es erstmal mit der Sojamilch hier klarkommen. Es hat auch irgendjemand eine Challenge reingeschrieben, bei der wir nur nach links und rechts schießen dürfen. Ich glaube, das wäre auch eine richtige AIDS-Challenge. Die würde uns, glaube ich, auch mental richtig kaputt machen. Erstmal abwarten jetzt hier, wie wir mit der Sojamilch klarkommen. Das Problem an der Sojamilch ist ja, man hat super viel Attack-Speed, aber so überhaupt kein Damage. Und das muss man irgendwie ja, verbessern. Ich hoffe, dass wir das vielleicht umgehen können mit der Sojamilch, indem wir vielleicht so ein Item wie Brimstone oder so kriegen. Weil wir müssen ja eh jedes Item aufheben. Das heißt aber auch, wir müssen es schaffen, nicht getroffen zu werden, ne? Vielleicht gar nicht so einfach. Wow. Okay, so. Dann gucken wir nochmal. Wir gehen direkt, glaube ich, zum Boss. Ne, warte mal. Wir machen das mal so. Wir gehen jetzt in den Sündenraum. Und schauen uns mal an, ob es da was Tolles gibt. Hier könnte es vielleicht einen Secret-Raum geben. Oh yeah. Dann können wir uns auch hier noch ein Leben sparen, indem wir den Sündenraum... Wow, einfach aufspringen. Ah, Gott, ey. Nicht mal die Spinnen kriegen wir schnell tot, ey. Ich hasse die Sojamilch. Ich hasse sie so sehr. Sehr gut. Der Goathead. Wie war das denn nochmal? Ist beim Goathead, ist es überhaupt möglich, direkt einen Teufelsstil zu bekommen? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Müssen wir mal gucken. Werden wir jetzt spätestens jetzt sehen. Der gute Pin. Oh ja, der Damage. Damage. Wir machen so viel Damage, Leute. Und ja, das beinhaltet natürlich auch solche Items wie Bob's Brain zum Beispiel. Items, die man eigentlich nicht mitnehmen möchte, die muss man dann mitnehmen. Auch wenn sie den Run vielleicht komplett verranzen und zerstören werden. Aber wir müssen ja die Challenge einhalten. Also nehmen wir alles mit. Wir nehmen auch alles mit, was an Pillen, Karten und alles angeht. Vollkommen Rille, werden wir alles mitnehmen. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Der Halo. Ja, da freue ich mich doch. Ein bisschen mehr Damage für unsere kleine Sojamilch. Da können wir weitergehen. So, wir haben schon relativ viele Herzen. Das ist schon mal ganz gut. Das Gute ist auch, dass wir, egal ob wir jetzt getroffen werden, immer ein Teufelsziel bekommen. Da wir ja den Goathead bekommen haben, den man hier nicht mal mehr sieht, wegen dem Halo. Lol. Und ich glaube, dass der Halo schon eine Menge gebracht hat. Zumindest was Schaden angeht. Wow, ihr merkt schon, es ist super awesome, wie viel Damage wir machen. Super awesome. Den Sündenraum können wir uns gleich vielleicht nochmal anschauen. Machen wir erstmal noch nicht. Erstmal der Schatzraum, der ist wichtig. Jetzt bitte, kein Ranz. Oh, der Holy Mantle. Der ist richtig geil. Denn mit dem Holy Mantle haben wir die Möglichkeit, jeden Raum einmal getroffen zu werden, ohne Schaden zu bekommen. Und das ist gerade, wenn man hier so einen... Wenn man hier so einen Sündenraum hat, ist ziemlich cool. Weil man dann immer wieder rein und raus gehen kann, kriegt keinen Schaden. Kann also diese Sündenräume immer betreten, ohne ein Leben zu verlieren. What the fuck? Warum hatten wir gerade...
Und auch sowas hier, ne? Ihr seht schon. Gar kein Problem für uns. Wenn wir den Holy Metal haben. Oh, nice. Wir kriegen Herzen ohne Ende. Wenn wir den Holy Metal haben, können wir halt uns immer erlauben, einmal getroffen zu werden. Das ist ein ziemlich cooles Item. Wenn ich The Lost spiele zum Beispiel, dann wünsche ich mir immer so ein Item. Oh, was ist denn heute los? Der Luck Train. Der fucking Luck Train. Ups. Das geht nicht getroffen werden. So, ich bin am überlegen, ob wir die... ob wir die goldene Schatzkiste überhaupt wollen. Weil nachher haben wir da echt so Pech und dann ist da Bobs Brain drin zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ich das will. Ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass ich das unbedingt will. Ist die Frage, sollen wir YOLOen oder nicht? Da könnte halt auch sowas wie Cricket's Head zum Beispiel drin sein. Ne? Das wäre eigentlich auch ziemlich awesome. Ja, wir gucken gleich mal. Wir gucken gleich mal. Wir machen erstmal den Boss, würde ich sagen. Erstmal den Boss und dann schauen wir mal. Der Blighted Ovum. Ja. Wow, der hat uns echt getroffen. Sag mal, der Damage ist natürlich nicht gut, aber es ist okay. Man kann damit leben. Wir haben dafür einen ziemlich guten Knockback, ne? Also, wir können den schon ein bisschen weghalten von uns. Dafür, dass der so schnell ist. Blighted Ovum ist ein ziemlich schneller Boss. Nice. Und wir kriegen nochmal ein Shotspeed und Damage Upgrade. Wow. Das ist ja awesome. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir einmal Gimpy. Hier haben wir Whore of Babylon. Müssen wir beides mitnehmen, habe ich ja gesagt. Range Down. Pheromones. Jo. Gut, dann würde ich sagen, komm, wir riskieren es einfach mal, oder? Wir riskieren es jetzt einfach mal mit der goldenen Kiste hier. Und dann schauen wir mal. Haben wir aber Glück gehabt. Gut, der Secret Raum. Der könnte hier sein. Den würde ich eigentlich auch gerne immer mal mitnehmen. Jo, oder auch nicht. Ansonsten, wie wahrscheinlich ist es, dass er hier ist? Nicht wahrscheinlich anscheinend. Gut, wir holen uns noch den anderen Raum hier. Denn wir wollen ja alles aufdecken, wenigstens. Envy. Das könnte, da könnte ich jetzt brechen. Wow. Oder auch nicht. Der Knockback ist so retarded, ey. Wirklich, so retarded. Die können sich teilweise gar nicht von der Stelle bewegen. Das ist echt super retarded. Gut. Ich hätte gedacht, der Boss dauert doch irgendwie ein bisschen länger. Aber dadurch, dass wir so einen super geilen Knockback haben und natürlich auch einen Shotspeed und einen Attackspeed ohne Ende, ist es gar nicht so schlecht. Wenn wir so eine komplette Salve auf ihn landen können, auf den Boss, dann ist das echt easy. Gut. Also, die Ebene haben wir schon mal geklärt. So an sich war die Ebene eigentlich worth. Den Shop zu betreten macht keinen Sinn mit 4 Münzen. Ich hätte gerne noch den Secret Raum gehabt, aber ja, der war wahrscheinlich da beim Shop angegrenzt. Aber naja, kann man nichts machen. Wir gehen weiter in die nächste Ebene. Haben super viele blaue Herzen. Ne? Also wenn wir die roten Herzen jetzt irgendwie eintauschen können und dann eventuell permanent Whore of Babylon sind, das wäre schon awesome. Da könnte ich mich echt mit anfreunden. Permanent Whore of Babylon Effekt, das ist schon ziemlich cool. Gucken wir mal hier. Was haben wir da? Pillen. Ich weiß nicht. 48 Hour Energy. Okay. Müssen wir ja noch nicht benutzen. Oh, ist aber echt vom Schaden her gar nicht mal so bad. Ich meine, klar, es ist nicht so strong. Aber dafür, dass wir halt die Sojamilch haben, geht das eigentlich schon ganz gut klar, finde ich. Also man kann nicht meckern. Gibt Schlimmeres, glaube ich. Der Knockback ist halt vital. Da muss man nicht irgendwie schauen, dass man damit irgendwie gut klarkommt. Ich hätte ja gerne mal sowas wie den Quadshot, ne? Quadshot oder Polyphemus zum Beispiel. Das wäre auch awesome. Bei Libra wissen wir ja schon, Sojamilch plus Libra ist einfach nur broken. Übelst broken. Alter, wo die langfliegen.
Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Wow. Diese Fliegen. Wow, Alter. Der Textbeat ist einfach nur so geil. Sehr gut. So. Ah. Der Holy Mantle schützt uns einfach vor so viel Schaden. Ne? Das ist so genial. Den Shop betreten wir wieder nicht. Ich glaube, das würde nicht wirklich viel bringen. Zumindest, ich weiß nicht, mit 8 Münzen kann man es eventuell mal versuchen. Aber ich möchte ja doch ehrlich gesagt noch ein bisschen warten. Erstmal ein bisschen abwarten. Was da so passiert. Gerade auch was den Schatzraum angeht. Sollen wir schon zum Boss? Wir können ja eigentlich mal direkt zum Boss gehen. Pestilenz. Ja. Wow. Das ist echt krass. Also, dass man die Bosse so verbacken kann. Oder zumindest, ja, irgendwie in die Ecken einquetschen kann. Oh Gott. Scheiß Spinne. Das ist schon echt sick. Das macht das Item ja schon fast broken, ne? Gut, wir kriegen den Cube und... okay, das ist okay. 2 blaue Herzen. Leider kein Item, was wir haben können, aber ist okay. Wir müssen noch den... Oh, Raw Liver. HP up. 2 HP Upgrades. Einfach so. The fuck? Ach, das war Curse of the Maze. Wir waren jetzt gerade einfach im Secret Raum. Holy shit. Das nenne ich mal Lucky. Gut, gehen wir mal noch hier lang. Der Matchstick. Den müssen wir dann logischerweise auch mitnehmen eigentlich, ne? Tastes like burning. Der gute Matchstick. So, Kampfraum, was sagt ihr? Ja, wäre eine Idee. Gutes Loft. Egal welches Item wir jetzt auch finden, ne? Wir müssen es ja eigentlich mit Leertaste ersetzen, ne? Mit unserem Leertaste-Item. Also wenn der jetzt Bob's Rotten Head zum Beispiel droppt, dann müssen wir den doch eigentlich mitnehmen, ne? Das besagt doch die Challenge. So, und jedes Item mitnehmen. Was haben wir hier? Die Karte World. Können wir direkt benutzen. Oh, nice. Libra, ne, Cancer, Cancer. Mit Cancer hat man den Effekt, wenn man getroffen wird, dann bekommt man diesen... Ja. Wow. Kommen wir hier irgendwo... Alter! Mit Cancer hat man den Effekt, des... na, wie heißt es? Ich komme jetzt nicht drauf. Ihr wisst, was ich meine. Dass man nur noch ein halbes Herz Schaden bekommt. Wir werden jetzt mal den Schatzraum machen, den Kampfraum. Wow, das war irgendwie nicht worth. 12 Münzen. Das ist vielleicht worth. Vielleicht können wir dann wenigstens den Schatzraum, den Shop machen. Erstmal machen wir. Wow. Das Fly. So strong. So am Flybean ist die Fly. Komm schon. Geht direkt. Oh Gott. Da, jetzt haben wir den Cancer-Effekt. Das heißt, wir kriegen nur noch ein halbes Herz Schaden. Von allem. Das Viech zu killen ist gar nicht so easy. So, wir bekommen Schlüssel. Nice. Ich habe, wenn ich ehrlich bin, gar keinen Blassen, wo wir jetzt hier lang müssen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach zum... Oh Gott. Wir gehen jetzt einfach zum, zum Boss. Und gehen in die nächste Ebene. Denn mit Amnesia und Curse of the Maze ist das hier ziemlich Cancer.
Da habe ich nicht so wirklich Bock drauf gerade, auf die Ebene. Wie sind wir denn generell in der Zeit? 13 Minuten, ne? Das ist okay. Wow, die Viecher sollte man... Vielleicht sollten wir die erstmal ein bisschen nahe kommen lassen. Wow, das geht aber doch relativ schnell. Was ein bisschen nervt, ist einfach dieser Knockback, ne? Dass wir den Gegner... Ja, man nennt einfach Knockbacken. Nice. Okay. So, ich hätte gerne einen Schatzraum. Da kann man zum Beispiel auch gut mit dem Cube of Meat arbeiten. Dadurch, dass das Viech relativ statisch ist, wenn es schießt zumindest, kann man das da ganz gut machen. Boah, Alter, der Damage ist so nicht vorhanden, ne? So kacke. Ist richtig schlecht. Gut, wir haben noch eine Pille, okay? Die Pille müssen wir ja eigentlich mitnehmen, ne? Weiß nicht, sollen wir dann jetzt die alte weg... Ja, die können wir eigentlich benutzen dann gleich. Das ist zwar ein bisschen AIDS, aber naja. Jetzt machen. So. Wir nehmen die Pille mit. Ist wieder 48 Hour Energy. Auch wenn wir es schon haben. Ist egal. Wir wollen ja alles mitnehmen, ne? Nachher heißt es, jo, Perry, du hast da was liegen lassen. Will ich natürlich nicht, ne? So, wo könnte der Schatzraum sein? Ich will oben lang gehen. Mal gucken, ob wir da Glück haben. Ich könnte mich zum Beispiel auch mit der Kohle anfreunden. Die Kohle wäre ziemlich cool. Weil wir eine ganz gute Range haben eigentlich. Wow. Und dann wäre das gar nicht mal schlecht. What? Okay, ein blaues Herz. Komm schon, mach Kopf hoch. Ach, komm schon. Also. Na komm. Alter, der Typ, ey. Ich brauche einfach Stunden. Stunden für den einen Gegner. So. Okay, wir haben hier noch ein blaues Herz. Also Lebensprobleme haben wir auf jeden Fall gar nicht. Okay, ich dachte, ich kann die vielleicht töten, indem ich einfach in sie reinrenne. War ein Fehler. Nice. So. Jawohl. Komm schon, geh direkt. Alter! Holy shit. Was mache ich mit denen? Oh, diese 1000 Spinnen! Ich hasse es! Ich hasse Spinnen, Alter. So ätzend. Boah, ey, es ist super nervig. Komm, sterbt einfach nur hart. Ihr Viecher. Sterbt einfach nur hart. Oh Gott. Wie kann ich sein, dass ich so wenig Damage mache? Also. So, was haben wir hier? Book of Secrets. Ja, nehmen wir mit. Müssen wir ja sowieso. Haben wir hier noch was? Okay. Da können wir uns gleich mal aussuchen, ob wir da irgendwas mitnehmen wollen. Ich glaube eher nicht. Wir haben auch immer noch das blaue Herz da hinten, ne? Darf ich nicht vergessen. Nice. Gut, ab zum Boss. Keine Ahnung, was wir jetzt gerade bekommen haben.
Zack, Little Chat gibt uns Kisses. Und, oh, das ist eigentlich nicht so gut, aber gut. Wir müssen es ja mitnehmen. Egal. Ja, all unsere roten Herzen sind jetzt weg. Keine Ahnung, ob das so gut war. Aber naja. Wir haben jetzt einen 4-Shot. Sieht man an den schwarzen Kugeln. Hängt auch von unserem Lackwert ab. Und gleichzeitig, was haben wir noch bekommen? Genau, 6 schwarze Herzen. Und alle roten Herzen wurden halt aufgebraucht. Das ist, ja, ein bisschen Cancer. Wenn ich ehrlich bin, ist das nicht so geil. Holy shit, Alter, wie wir die durch die Gegend schleudern, ey. Aber ich glaube, wenn wir noch ein bisschen mehr Lackwert bekommen, könnte das gar nicht mal bad sein, ne? Weil, guck mal, der Gegner zum Beispiel jetzt permanent gefiert. Das ist schon ziemlich cool. Schauen wir mal hier. Okay, hier gibt es nur Müll. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt... Ah, der Bosskampfraum. Der Bosskampfraum. Der Bosskampfraum. Was haben wir hier? Eine Kiste. Wow. Was war das denn jetzt? Book of Secrets? Ich habe keine Ahnung, was wir hier die ganze Zeit bekommen. Irgendein Ranz anscheinend. Boah, diesen Boss zu erledigen ist einfach nur das Brechen. Das große Brechen ist das. Vielleicht haben wir ja irgendwie die Möglichkeit, noch gleich mal wenigstens ein Schadensupgrade irgendwie zu erhalten. Das Problem wird halt jetzt sein, dass wir, um einen Teufelsdeal zu machen, müssen wir halt super viele blaue Herzen dann opfern. Na, fuck it. Und das ist echt nicht cool. Kriegen wir eine Münze. Oh, da oben. Ah, okay. Das ist das also. Ich bin auch schon ganz doof. Gut, dann gucken wir uns mal die Secret-Räume an. Oh. Pheromones. Tears up. Pretty fly. Holy shit, okay. Das war doch mal ganz gut. Gut, dann schauen wir uns noch den Super-Secret-Raum an. Denn wir wollen ja hier nichts liegen lassen. Ne? Vielleicht haben wir ja Glück und da ist irgendwas super Knorkelmäßiges drin. Ne, nur Müll. Wobei, wir könnten mal, vielleicht kriegen wir ein besseres Trinket. Vielleicht mal ein, zwei Mal spielen oder so. Einfach ein Pilz. Wow. Gut, ab geht's. Nächste Ebene. Boys, nächste Ebene. Mal gucken, ob wir ein bisschen mehr Glück haben jetzt. Hm. Wir kriegen noch 3 Teufelsdeals. Das ist eigentlich eine Menge. Da könnten wir echt noch coole Sachen haben. Wir haben Holy Mantle, Cancer. Boah, wir haben echt eigentlich ein ganz gutes Itemset. Das Problem ist nur unser Schaden. Unser Schaden ist nicht so geil. Das heißt, wir müssen noch irgendwas kriegen, womit wir unseren Schaden irgendwie buffen. Ich meine, der Schaden wird eh nie riesig sein, aber dadurch, dass wir so eine hohe Schussrate haben, können wir das vielleicht ja so machen, dass es gar nicht mal so bad ist. Ups. Yep. Der gute Gimpy. Nope, das mache ich nicht. Gute Gimpy-Karte hat's, Gimpy-Teufels-Item hat uns auf jeden Fall jetzt gerade eine Menge gebracht.